Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, was ich euch heute vorstellen möchte, ist mein grünes Nidatrampel-Deck. Das letzte der Decks aus der, ja, ich nenne es mal, ersten Gruppe der Seasons, die jetzt leider nicht mehr zulässig ist und damit auch das Deck nicht. Das heißt, danach fangen wir mit den Decks an, die man aktuell spielen kann zum Aufpunkt der Zeitnahme. Das heißt, das kann man natürlich immer noch spielen. Allerdings nur in diesem sogenannten klassischen Modus. Worum geht es in dem Deck? Es ist ein rein grünes Deck. Wer Ahnung von Magic hat, ahnt es schon. Es läuft also mehr oder weniger auf pure Gewalt hinaus. Und zwar durch Kreaturen. Pure Gewalt, stark Kreaturen, das hört sich nach vielen Mana-Kosten an und das ist auch richtig. Denn wir haben hier zum Beispiel die ausgehungerte Hydra drin, X, man kann also beliebig viel Mana zahlen und zu viele +1/+1 Mana bekommt sie. Ja, wenn ihr Schaden zugefügt wird, dann kriegt sie in Fashion Spiele +1/+1 Morgen und sie kann nur von maximal einer Kreatur geblockt werden. Anderes ausdrückt, ist die andere Kreatur nicht übermächtig stark oder Todesberührung, dann ist die Hydra entweder kommt sie durch oder sie wird immer stärker. 12 Mana für Galtar, der Urhunger mit 12/12 Trampelschaden, total toll. Genialer Effekt von ihm, er wird immer billiger. Umso höher die Stärke der Kreaturen ist, die man kontrolliert. Das heißt, der kann sehr schnell ins Spiel kommen, trotz allem. Das aggressive Mammut für 6 Mana 8/8 und Trampelschaden auch ganz gut. Vor allem der andere Effekt, dass alle auf einmal Trampelschaden verursachen. Ihr werdet sehen, mit denen werden wir dann, wenn wir unsere richtig starken Sachen hier draußen haben, durchtrampeln. Vivien Raid ist auch drin, allerdings nicht ganz so wichtig. Sie ist eigentlich ganz nett, um ein paar Verzauberungen und Flieger loszuwerden. Das ist eigentlich ihre Hauptaufgabe in dem Deck. Ganz wichtig ist hingegen Nissa, Erschütterin der Welt, denn Wälder bringen doppeltes Mana, sobald sie im Spiel ist und sie kann ja Länder zu Kreaturen machen und man kann sich auch alle Wälder mit ihr raussuchen, wenn man ihre Mega-Fähigkeit einsetzt. Und doppeltes Mana, das heißt, man kommt schneller ran und vor allem unsere Hydra profitiert davon, denn sie wird richtig, richtig schnell stark. Das Deck sollte sehr schnell gespielt werden, deswegen ist der Gigantosaurus auch drin für 5 Mana, 10/10, leider kein Trampelschaden, aber nächste Runde, wenn es Mana perfekt ist, das aggressive Mammut, dann trampelt er auch durch. Der Bestienflüsterer hier dient dazu, dass wir Kreaturen, wenn wir Kreaturen spielen, Karten nachziehen können, das heißt, damit wir nicht outgehen. Ithilochs Wachstumsrieden bringen quasi gesagt einfach nochmal Mana, ihr seht, wenn das Ding sich verwandelt hat, dann kriegt man Mana für jede Kreatur, die man hat. Die Bleichholzrüstung habe ich auch sehr gern drinne. +1/+1 für jeden Wald. Nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir am Anfang brauchen, damit es schnell wird. Die Mana-Bringer. Für 2 Mana haben wir die Inkubationsdruidin. Die hat eigentlich nur 0/2. Und wenn sie getappt wird, dann kriegt man ein Mana. Hat man aber es geschafft, dass auf ihr eine Marke liegt, beziehungsweise durch Adaptieren kann man 3 Marken hier auf sie legen einmalig, dann bringt sie stattdessen 3 Mana. Das heißt, die bringt uns auch sehr schnell viel Mana. Gears Segen, ich hatte es schon mal in den vorigen erwähnt gehabt, sollte in jedes Deck rein, das es vertragen kann, und vor allem jedes Grüne, macht uns quasi immun gegen Decktod, weil sobald es auf dem Friedhof landet, mischt mir den ganzen Friedhof mitsamt dieser Karte wieder rein. Tuinen ist Kuttengrunz nicht so besonders, bringt einfach nur Mana und hat 1/3. Und die Lanova-Elfen für 1 Mana, bringen sie 1 Mana wiederum jedes Mal. Dadurch wird es richtig schnell. Wie sieht die ideale Hand aus? Man spielt einen Lanova-Elf in der ersten Zug aus. Das heißt, im zweiten Zug, wenn man dann entsprechend viele Länder zieht, hat man 3 Mana zur Verfügung. Damit können wir eine Druidin spielen, Lanova-Elfen noch dazu oder die hier. Das bedeutet, im dritten Zug haben wir auf jeden Fall 5 Mana, wodurch wir den Gigantosaurus rausholen können. Im fünften Zug. Ja, und dann im sechsten Zug, je nachdem wie wir die Karten haben, entweder das Mammut und der Trampel durch. In Kombination mit der Bleichholzrüstung, die ist gut dann an ihm, auch an der Hydra ist die toll, können wir da schon den Sieg drin haben. Das heißt, wir können im fünften Zug vielleicht Nissa holen und haben dann ganz viel Mana. Haben wir sie ja nicht, allerdings nicht. Dann haben wir im fünften Zug den Gigantosaurus und im sechsten, wenn das Mana denn passt, und es passt danach auf jeden Fall, dann können wir noch unseren der Urhunger rausholen, weil er kostet ja dann weniger und zwar in Höhe der Stärke, also 10/12 weniger mindestens, kann ich Mana, also farblich Mana kann nicht reduziert werden,
Also kriegen wir den sechsten Zug für 2 Mana, eine 12-12 Trampelschaden-Kreatur raus. Gut, soweit die Theorie. Das schauen wir uns doch jetzt mal in der Praxis an. Unser erster Gegner ist Giant Squidums. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeiht. So, unser Starthand. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also, so wie das läuft, können wir ihn im ersten Zug, zweiten Zug, im dritten Zug draußen haben. Versuchen wir das mal. Legen wir los. Das Deck ist natürlich anfällig gegen alle möglichen Zerstörungssachen. Sagen wir kurz Hallo. Denn wenn unsere starken Kreaturen kaputt sind, dann haben wir ein Problem. Es sei denn, wir haben uns ein bisschen Flüster und können genug nachziehen, dass der Gegner mit Zerstörungszauber nicht nachrücken kann. Und wir haben hier Rot, Blau, Schwarz als Gegner. Ich glaube, das könnte ein Nicol Boros Deck werden. Schauen wir uns das mal an. Ist auch die Frage, holen wir sie zuerst draußen, haben dann ganz viel Mana oder fangen wir an, ein bisschen Druck aufzubauen? Ich glaube, wir fangen ein bisschen an, Druck aufzubauen mit dem Gigantosaurus. Allerdings wird er uns höchstwahrscheinlich dann mit Zerstörungszaubern kommen. Das ist nämlich eindeutig von den Farben Nicol Boros Deck. Wir werden sehen. So, wir greifen erstmal nicht an, sondern hauen ihn raus. Und schauen uns jetzt mal an, ob da ein Zerstörungszauber kommt. Und er wird irgendwas tun müssen, mindestens einen Blocker raushauen. Denn man hält nur 2 Attacken von den Gigantosaurus aus, dann ist es vorbei. Ja, das ist ganz nett gewesen. Rettet ihn aber nicht mal annähernd. Wir haben noch unsere Druiden raus. Die können wir jetzt noch nicht verstärken. Aber wir können auch mit GS Segen und zum Friedhof wieder ein bisschen mischen. Klar, wie selbst. Nein, mein Friedhof. Dankeschön. Und mischen uns das wieder rein. Ziehen eine Karte nach. Und haben im nächsten Zug 6 Mana. So, jetzt muss er gegen Gigantosaurus loswerden, sonst ist es schon vorbei für ihn. Oh, Nicol Boros, wie überraschend. Schickt eine Karte von seiner Hand oder eine kleine Karte. So, jetzt überlege ich, wie wir das clever lösen. Wir können ihn adaptieren, dann wird er stärker, aber er wird auch kratzen getappt. Ich glaube, es ist clever, wenn wir sie rausholen. Dann haben wir den Plan, am Blödsinn zu machen. Ah, der kriegt auch unsere Fähigkeiten, okay. So, das Schöne ist mit ihr, man kann auch ein getapptes Land wiederholen. Jetzt haben wir eine Kreatur, die angreifen kann. Und mit der machen wir seinen Nicol kaputt. Zack. Wachsamkeit, total toll, ne? Kann man also auch noch für Mana tappen. Jetzt überlege ich, der bringt 4 Mana zur Verfügung. Machen wir aber so. Zack. Ich hätte ja schon gedacht, er würde aufgeben. Tut er nicht. Das heißt, er hat bestimmt nochmal Nicol auf der Hand. Schauen wir mal. Ja. Ich könnte jetzt so tun, als wäre ich beeindruckt. Liegt mir aber nicht. Wir machen folgendes. Wir greifen an. Hat er Ewachsamkeit. Und haben 10 Mana zur Verfügung. So, jetzt zeige ich euch mal, wie fies wir sind. Wir holen, ziehen uns das ganze Mana am Pool. 10 Stück, ne? Ja? Dann nutzen wir ihre Fähigkeit und holen uns mal ein Land als Kreatur. Oh, enttappt. Also kann ich es wieder tappen. Jetzt habe ich 12 Mana am Pool und kann meine ausgehungerte Hydra für 11 spielen. Also für x gleich 11 spielen. Und zack, haben wir eine 11-11 Kreatur, die nur von einer geblockt werden kann und wenn sie Schaden kriegt, stärker wird. Er kann jetzt eigentlich nur gewinnen, wenn er mir alles kaputt macht. Ja, das rettet dich nicht, wenn ich klug spiele. Und das kann ich spielen. Schön.
So, dann sagen wir mal, wie das Spiel. Und das war der erste Sieg. Okay, unser zweiter Gegner ist der Serprisch. Serprisch? Komisch. Ah, wir haben unser Schloss Garenbrook auf der Hand. Das hatte ich vorhin gar nicht vorgestellt, weil ich es bisher noch nie gezogen habe. Das kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man hat einen Wald. Haben wir meistens. Für 4 Mana kann man 6 Mana erzeugen, mit denen man Kreaturenzauber wirken oder Fähigkeiten spielen kann. Und das haben wir auch meistens. Von daher ist der ganz nett für uns. So. Eigentlich kann ich ihn sogar schon spielen. Spielt keine Rolle. Wir haben jetzt hier 1 Mana. An sich ist keine gute Starthand. Wir haben nur 2 Mana und kommen eigentlich nicht weiter. Deswegen spielen wir direkt mal Geas Segen aus. Einfach nur, um eine Karte nachziehen können. Ich glaube, hallo, habe ich noch nicht gesagt. Hallo. Schön, da haben wir nächsten Zug wenigstens 3 Mana. Der hilft uns aber auch nicht weiter. Gut. Das Deck läuft diesmal sehr langsam. Holen wir uns eine Mana-Kreatur. Ist okay, darfst du spielen. So, zack, eine Mana-Kreatur. Zack, eine Mana-Kreatur. Jo. Und damit kommen wir doch schon mal weiter. Wir haben, wenn wir 4 Mana tappen, wir haben ja 15 Platten, können wir hier 4 investieren. Verbleibt 1 plus 6, haben wir 7, die wir für Kreaturen verwenden können. Und jetzt kriegen wir quasi alles raus, was wir brauchen. Und damit das ein bisschen überraschend kommt, spielen wir dann mal den erstmal aus. Ah, das verleiht natürlich den zu spielen, dass wir gut nachziehen können. Lass mich nachdenken. So, wir haben 5 Mana, 2 mehr, 6, 7. Wisst ihr was, wir spielen den trotzdem. Damit wir nächsten Zug schön durchstrammeln können. Der kriegt dann zwar seinen 3-3 Grüno, boah, Grüno, 3-3 Grün Dino, aber das kümmert mich recht wenig. So, also 1, 2, 3, 4. Schloss Garenbrook. Wir erzeugen 6 Mana für Kreatur. Unser Mammut kostet 6, das ist ganz nett. Greifen jetzt mit denen an. Er wird blocken, aber wir trammeln durch. Das wird er nicht allzu oft machen. Okay, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Das ist auch eine Siegmöglichkeit. Gut, das war der zweite Sieg. So, unser dritter Gegner ist Fool Can. Ja, mal sehen, was er so spielt. Wie sieht's bei uns aus? Oioioi. Das ist eine richtig schlechte Hand. Nee, also hier muss ich Mulligan machen. Minimal besser ist okay, behalten wir. Ich überlege nur, den schmeißen wir weg. Ich glaube, die Hydra, die brauchen wir jetzt noch nicht ganz so am Anfang. Sagen wir erstmal brav Hallo! Und geben dann den Zug ab. Schade, kein Mana gezogen, aber wir haben zumindest die Innovationsbrille. Auf einer Karte kein Land ist, der Spieler wirft ihr ab. Tja, das war, denke ich, die gute Wahl, die er gemacht hat. Das sind überlegen, wir spielen. Brauchen wir von Anfang an Druck auf? Ah. Druck erzeugt Gegendruck, heißt es immer, ne? Ja, wir bauen Druck auf. Ich muss mich kurz entscheiden. Yay, der Spectre. Um mal kurz zu erklären, was er macht. Wenn der mir irgendwie Schaden macht, und das macht er garantiert, dann kann sich die obersten 3, glaube ich, anschauen, was. Ich glaube, es waren 3 Wunschchancen, ja? Ja. Und kann quasi dafür sorgen, dass er eine davon spielen kann. Und das muss er nicht sofort machen. Das kann er später machen, sofern er das Mana hat. Denn
Die Karte wird quasi als farblos komplett gewertet. Ziemlich geile Karte. Kann ich jedem empfehlen, wenn man das spielt. Noch einer. Ja, schön. Problem ist, ich vermute mal, der hat starke Zerstörungszauber. Wir adaptieren ihn mal. Und greifen damit einen an. Gut, den hat er wirklich als Blocker rausgenommen. Meinen als Blocker. Ist nicht doof, ist richtig so von ihm. Ja, da hier niemand. Und greifen an. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Der macht unser Deck ganz schön nieder. Ja, der holt sich die ganzen Blocker raus. Wir bräuchten jetzt unseren Elefanten, mit dem wir handeln können. So, mal schauen. Ja, da hat er aufgegeben. Okay. Gut, das war der dritte Sieg. Ich hoffe, ihr fandet das Deck ganz interessant. Wie gesagt, war sehr offensiv. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Bis dahin, ciao!